So, Dele, Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. So, es geht weiter. Horizon, der verbotene Westen, ist am Start. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört und dann hat es geheißen, bitte hochklettern. Das machen wir jetzt auch flott und fleißig. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt heute. Meiner war auch ganz gut. Und jetzt haben wir so ein bisschen Bock. Huch! Jetzt haben wir so ein bisschen Bock drauf. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Hier weiterzuspielen. Ja, 1000 Jahre alt. Das ist klar, dass hier alles morsch und modrig und gammelig und feucht ist. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Ja, die Tür so. Auf der anderen Seite ist verschlossen. Und die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Also gut, dann machen wir hier mal wieder Touchpad. Mach's. Touchfingerle drauf. Die kennen sich aus. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen. Die hat immer noch ein bisschen rote Bäckchen, gell? In der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Genau, da wollen wir hin. Erfahren die Zero Dawn Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Von vorher. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Aha. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Wir schauen mal. Die Beurteilung hängt an. Was da auf uns wartet, hä? Habt ihr Bock? Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt. Was nicht stimmt. Ja. Rosinet hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Weil es ich bin. Ist okay, Val. Besser gesagt, ein Klon davon. Wir sehen uns ähnlich, weil... Ich wurde genmanipuliert, gezeugt. Sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Schon mal was draus geworden, oder? Was sagt ihr? Der Alten. Na schon, lecker Mädchen, gell? Kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich genmanipuliertes Ding. Aber ist gut geworden. Ich verstehe das. Schlecht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst. Ja, Gaia ist eigentlich Mutter Erde, so dann in der Art. War es früher im Alte. Um sie zu retten. Naja, in der Saga früher da. Gaia, Zeus, und Poseidon. Und weiß der Teufel, die ganzen Götter quasi früher. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach. Wer God of War von euch kennt, kennt sich ein wenig aus. Da wird die Geschichte auch so grob. Erzählt von den Göttern früher. Es gibt keiner. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine das neue God of Aufgabe War, wenn das irgendwann rauskommt, das wird auch geil. God of War Ragnarok. Mit dem Fokus Ragnarok. Wirst du das auch, aber jetzt. Bestimmt auch geil. Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene. Aber da ist noch, gibt's noch keine. Also kein Erscheinungstermin. Okay. Aber wird auf jeden Fall geholt. Ich habe hier alle God of War Teile. Mega. Hier gibt's nichts. Dann gehen wir weiter. Sieh mal hier. Wo? Was? Was hast du gefunden? Hey, hier drüben. Ja, hallo, ich bin hier. Für dich, was hast du gefunden? Gib her das Ding. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Was für eine Waffe habe ich bekommen? Ah, eine Springschleuder. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Können wir bestimmt nachher irgendwo testen. Irgendwo. Hier unten. Uh.
Hä? Zur Kante fallen lassen. Hä? Hätte es so sein müssen? Muss ich runter, oder? Ja, klar. Sah gerade komisch aus. Ich war so, war leicht verwirrt gerade. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Oh. Da, das muss die Maschine sein. Und in die gleiche Richtung voll unterwegs die wie wir. Seuche. Toll. Ja. Hoppa. Hui. So eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Neue Waffe? Okay. Und jetzt, sie ist brüchig. Ich kann dir mehr Schaden zufügen. Ja, Mensch. Hat dich. Die Maschine hielt der Kälte sehr nicht schön, ne? Das war jetzt geil. Was war das? Achso, das war so ein Abbruchteil. Wo ist noch ein Stöberer? Wo ist schon ein Treiber? Die große Maschine ging wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Ja, das stimmt. Ja, Leiche plündern. Der Wühler. Energiestoffzellen. Also, Energiebehälter. Das Backup ist also die letzte Hoffnung. Ja. Ja, das ist halt all so. Die Orte, an denen ich zuletzt hier runter, war. Oder wie? Dort sollte es mehr Backups geben. Vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Okay. Wäre auch zu Farsine? Kann ich da rüberspringen? Nein. Muss ich da rüberspringen? Ich mach's einfach. Voll die Pisse, das hat dann funktioniert. Darüber, hä? Darüber und dann darum. Naja. Hoppa. Stöckchen kann man immer gebrauchen. Können wir wieder herstellen, oder? Herstellen. Okay. Gibt es bestimmt versteckte Schätze, 100% im Wasser. Aber gut, wir konzentrieren uns auf die Hauptmission. Wow. Dieses große Metall sieht wie das schöne Auditorium aus. Da ist auch was passiert. Maschinen haben sie zerfetzt. Ja. Diese Typen hatten keine Chance. Hatten sie nicht. Keine Chance. So. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Ja, warte, ich markiere sie mal. Spur verfolgen. Wo ist noch mal einer? Da ist noch mal einer. Spur verfolgen. Sind es zwei oder drei? Ich weiß es nicht. Die sind alle da drüben. Die laufen im Kreis rum. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist Pisse. Wo ist der? Ach, der ist da. Warte. Oh. Den habe ich nicht markiert. Du Pisse, du, hey, du. Scheiße, das kriegt man nicht. Wieso laufen die auch so eng? Ja, voll Pfosten. Ich komme. Kleiner Pisser. Den anderen auch gleich.
Voll in den Arsch. Nochmal einer, oder was? Ach da. Den habe ich gar nicht gesehen. Das ist so eine Pisser. Tot. Sag einmal. Ah ja. Bumm. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Katastrophe. Du kriegst immer schier einen halben Herzinfarkt, aber nur einen halben. Den hatte ich mir nicht auf meiner To-Do-Liste. Schweinebacke, echt. Ich muss, glaube ich, gleich nochmal Pfeile herstellen. Oder wie viel habe ich? 18, oder was war das? Ja, okay. Ich habe noch genug. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Da geht's hoch, warte. Gibt's da drüben noch was? Nee, von da sind wir gekommen. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Ja, mein Gott, so ist halt, gell? Hupala. Sind wir richtig? Ja, gell? Hupala. Geht's da? Nee, da geht's nicht runter. Aha. Hupala. So, Dele, ich bin oben. Ich hier war da. Oh, was? Ah, da sind sie. Ah. Das sind so Kobra-Viecher, Schlange, Gedöns, wenn sie die oder? Wenn wir Außeram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Natürlich können wir das. Und sie nicht frontal angreifen. Auch. Wenn wir eine Siedlung suchen. Und geht es um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Ja, wenn das Shuttle das runterfällt. Ding? Und dann? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Okay. Shuttle fallen lassen. Und wo muss ich hin? Abseile. Ah. So, jetzt sind wir unten. Das sind hier Viecher. 100%, oder? Ich höre doch was laufen. Und einer scannt. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Da ist der kleine Pisser. Oh. Das war bestimmt nicht der einzigste. Komm her. Vorratskiste. Ich muss kurz den da unten noch plündern. Habe ich vergessen? Ich vergaß. So. Das war jetzt kritisch. Sehr kritisch anzusehen. Scanne zu viel. Lauf an mir vorbei und dann.
Sehr schön. Wir haben es voll drauf, du. Das müsste es jetzt aber gewesen sein, will ich fast behaupten. Wo muss ich hin? Rüber. Darüber. Darüber hoch, hä? Da. Ah ja. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Okay. Das machen wir doch glatt. Die Lieder, die sind echt geil hier. Okay, da oben ist eine Stange. Ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Was habe ich jetzt gemacht? Vom Greifpunkt hochgesprungen? Egal, hat funktioniert. Sodele. Kiste. Kiste. Ah ja. Das war nicht elegant, aber gut. Das klingt ja gut. Hoch mit dir. Oh, da ist nochmal eine Kiste. Komm ich da rüber? Da rüber und dann hoch und dann darüber. Das macht er nicht, gell? Ach, geh doch. Oh, Mädele. Ich wollte eigentlich nur da runter, aber gut, wenn du nicht willst, dann LMAA. So. Gut, ich kann das da, komm, ich kann da runter springen. Oh. Naja. Ich hätte da eh runter müssen, kann das sein? Ich weiß. Überall Säure vergossen. Also wenn ich das machen müsste, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Wenn ich da rumspringen müsste. Das kann ich voll der Hasen geben, aber sowas von. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber kann ich wohl! Hoch mit dir! Jawohl. Tja. Fällt fast auseinander. Wie heißt die Hobbysportart? Hobbysportarzt ja hier. Parkour. Genau. Jetzt habe ich's. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Klammern. Sind da Viecher? Das ist auch eine Steuerkonsole. Das sind wieder. Wenn ich die Klammern löse. Wo ist ein Steuer? Sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Okay, ich muss irgendwelche Klammern lösen. Noch eine Maschine. Wo? Da. Und hier? Da ist auch noch einer. Zwei Stück, kann das sein? Drei. Komm, du Pisser. Nicht zu schnell. Okay, einmal. Schnell plündern und dann geht's weiter. Ah. Der kommt. Äußerst schlecht. Der leckt mich am Arsch, du. Wo ist er jetzt? Ich will ein Steinchen schmeißen. Scheiße. Leck mir am Arsch.
Eieieiei. Das sieht mich trotzdem. Die machen schon brachial Schaden, oder? Könnte schon sein. Heile Zack. Okay, den haben wir. Alles nehmen, du. Energiezelle. Wo ist er? Ha! Komm, Baby. Kritischer Treffer, komm, komm, hau zu! Ja, wohl ja. Deswegen bin ich hier ungestört. Baby. Sagenhaft. Klammern lösen. Wir wollten Klammern lösen. Brutal. Wo sind Klammern? Da drüben irgendwo. Wir müssen. Wir müssen langsam auch. Die Konsole könnte da drin sein. Pflanzen okay. Und sowas. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Sammeln wieder, sonst haben wir irgendwann keine Energie mehr. Jetzt passiert irgendwas. Okay. Also ich weiß auch nicht, wenn ich die Schlangen wäre, ich wäre jetzt weggegangen, aber diese Schlange doof. Keine Ahnung, was in der Maschine steckt, wer die entwickelt hat, aber ich wäre auf jeden Fall von dem Punkt jetzt weggegangen. So, was haben wir hier? Fokus könnte helfen. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Ja, vielleicht. Warte mal, wie geht es nochmal so? Sieh, Baby. Sieh. Oh ja. Weiter. Ach. Ah ja. Ah ja. Okay, wir müssen zum Shuttle die Kabel lösen, dass die ganze Möhre auf die Maschinen fällt. Das kriegen wir doch hin. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Da unten war was zum Einsammeln. Wieso bin ich da drin vorbeigelaufen? Das gibt's doch nicht echt. Brutal. Da hoch. Juckt. Okay, das Quietschen klingt nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Was? Wo? Was muss ich machen? Ach, da rüber springen. Da ist noch eine Kiste. Eine alte verrostete. Hup, hup, hup. Und hupa. Sehr schön. Das sollte die richtige Stelle sein. Ja, warte. Ich gucke. Da. So. Was Diese haben wir da? Verbindung hält die Kabel zusammen. Ah ja. Zu Rufballern. Eins weniger. Scheiße, sind es zwei? Hey, von zwei hat keiner was gesagt. Die nächsten Kabel lösen. Oh, das ging schier schief. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Ja. So zerbröselt der Keks nun mal, gell? Zwei Punkte. Die hat bloß einer gesagt. Ein Kabel ist im Weg. Jetzt sind es zwei. So, weiter. Wohin? Darüber. Hui. Geh doch darüber. Ah ja, Kiste. Fast geschafft. Ja. Oh, geht doch. Was machst du? Da hoch, jawohl. Ja. Da ist die andere Verbindung.
Okay, und... Au! Zwei sind tot. Aber da waren drei, oder? Ich glaub schon. Das ganze Ding, die ganze Möhre zieht's mit, oder? Nee. Aber fast. Schlecht, sehr schlecht. Das ist mehr als Scheiße, das ist wilde Scheiße. Du bist voll drauf, Mädel, du bist voll drauf, ey. Hui! So, Dele. Wir sind unten. Und der lebt noch, oder? Du willst ja wohl nicht abhauen, oder? Scheiße, Dreck. Das wohl auf die harte Tour. Du musst das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ja, warum ich wieder? Schwachstelle. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Die sind überall, oder? Da, am Hals. Okay, okay, verstanden. Ich muss auf die Sonne achten. Da ist der Schwachpunkt. Viele Böge sind halt schwach. Oh. Voll die Pisse. Ja? Das war nix. Scheiße, ich muss weg. Das war keine gute Idee da. Umzuschleichen. Ah ja, was jetzt? Jetzt bist du unnütz. Oh ja. Komm doch mal. Komm mal. Kritischer Treffer. Ah. Oh ja, ja. Holler ab. Halt schnell weg. Was? Wo? Wo soll ich drauf zielen? Auf die Säure. Ah, wa! Oh, ich hab getroffen. Was macht sie jetzt? Ist böse, oder? Was mach ich mit deinem scheiß dackeligen Schwanz? Gibt es? Das ist ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Rostmunition. Rostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas. Ja, der Frostmunition ist nicht schlecht. Wirklich hammern. Aber auch nicht. Ah, doch. Stufe 2. Aufstieg. Yeah, Baby. Yeah, Baby. Pflanze. Pflanzen. Scheiß auf das Vieh. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Wir brauchen Pflanzen. Muss ich einen anderen Weg dahin suchen. Oh nö. Oh nö. Hey, da hätte ich draufballern können. Oh nö. Ist unfair. Hey, leck mich am Arsch. Hey, zack. Ah ja. Schlangenzahn.
Boah, da liegt noch mal eine. Ich hätte da voll drauf ballern können. Scheiße da. Und warum? Das wäre bestimmt geil gekommen. Zack, Ramin. So. Da vorne sind nochmal Pflanzen. Wir brauchen. Wir haben relativ viel Lebensenergie verbraucht. Pfeile jetzt nicht so viel. Lebensenergie technisch schon. So. Bisschen Bäumchen sammeln. Heilung. So, ich glaube, jetzt sind wir relativ gut aufgestellt wieder. Jetzt geht's wieder zurück. Okay, da hoch. Per Sprunghaken. Hoch mit dir. Ja, dann mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Genau, dann das geht's. System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Ja. Aber ist es noch da? Bestimmt. So, liebe YouTube-Freunde, wir müssen Cut machen. Wir sind wieder an der Zeit angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like-Button wie immer. Penetrieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne kostenlos, versteht sich, ein Abo dalassen. So, in diesem Sinne, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn es einer bis hierher angeschaut hat. Ciao, ciao. Haut rein.